Ah, oh, ist ja süß. Wassermarsch, sehr gerne. Steven, vielen Dank. Briten sind die Besten, haben Ticketsystem zum Salesforce migriert, vergessen Mail-Notification anzumachen. 210 Mails für alte Tickets. Holy shit. Ah, so Mail-Schnittstellen für Ticketsysteme, ne? Grausam. CBB73, Intelligenz 40, Muskelkraft 100, Zugehörigkeit Future Alliance. Der CBB73 ist der letzte einer langen Reihe von Kampfrobotern für Kriegseinsätze, die für Menschen als zu gefährlich oder zu grausam angesehen wurden. Doch als die Future Alliance einen davon auf Titan gefangen nehmen konnte, nutzten ihre Wissenschaftler die Gelegenheit, ihre neueste KI-Ethik-Technologie daran zu testen. Jetzt ist CBB ein vertrauenswürdiger Verbündeter und bereit, alle gefährlichen Missionen der Future Alliance auszuführen, wobei er unablässig betont, dass er zuverlässig und erweiterbar ist. Doch wenn der Druck zu groß wird, hat CBB Probleme, nicht in seine ursprüngliche Funktion als Killermaschine zurückzufallen. Das ist ja doof. Aber Basti, wie schon gesagt, mach einfach aus. Notebook aus. Was? Wochenende. Ah. Okay, komm. Hier drüben sollten wir, glaube ich, runterkommen. Ich muss erst mal kurz warten, bis sich das da verzieht. Shit. Boah, zwei von den Viechern ist ja richtig eklig. Wirklich schlau sind die jetzt nicht, ne? Pfeile. Sehr gut. So, was kann ich verbessern? Oh, weg, 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 weg. Ich hab ihn doch gehört. Ich glaube, dann wird sie jetzt. Oh Gott, es war nur ihr Rucksack. Ich muss hier weg. Ja, gleich. Wo
Slogan Stabilität. Ja, mit zwei Teilen kommen wir hier nicht weit, ne? Puh. Mom, ich werde mit den Rattlern reden. Tut mir leid, dass ich es dir so sage, aber ich wollte nicht, dass du mich aufhältst. Wir verhungern. Wir können hier nicht weg, wenn es dir und Abuela so schlecht geht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Wenn ich ihnen beitreten kann, wären wir alle geschützt. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich liebe euch und ich werde alles Nötige tun, um euch beide zu schützen. Arnie. Scheiße. So, aber hier sehen wir halt, hier sind zwar auch die ganzen Dinger, aber wir haben keine Sporen. Was irgendwie ein bisschen komisch ist. Es kann vielleicht sein, weil hier die ganzen Fenster offen sind und so, dass es deswegen gut durchgelüftet ist. Denkt dran, wir haben Corona, wir sollen gut lüften und hier ist es wahrscheinlich genau das gleiche. Gut lüften, dann ist alles halb so wild. Kann man auch mit einem fetten Pilz im Haus noch weiter wohnen. Ja. Ja, jetzt ist auch wieder gut zum Lüften, weil es warm genug ist, ja. Ja, ganz ehrlich, also wenn so minus 10 Grad sind, obwohl ich glaube, in Berlin war es ja wieder richtig eisig. Hier hatten wir viel Schnee, aber es ging wo so. Bin ich? Das ist eine gute Frage. Muss doch eine Straße sein. Hier hatten wir halt nur echt viel Schnee. Ja. Ja, Basti, gut so. Aber mehr als Stoßlüften kannst du da halt auch nicht machen, ne? Weil auf wie viel willst du denn die Wohnung runterkühlen am Ende aus Versehen? Okay. Santa Barbara liegt unten am Hügel. Hier ist die Raum... 425 Constance. Hier ist die Räuminfra... Wir haben hier... Wir hatten eigentlich Müllabholung gehabt. Und wir hatten so viel Schnee, dass unser Papiermüll nach 2,5 Wochen erst abgeholt werden konnte, weil keiner in unsere Straße reinkam. Also so mit normalem PKW ging's, wenn du ganz vorsichtig war. Ich habe mich auf dem, das hatte ich, glaube ich, auch im Stream erzählt, ich habe mich auf dem Parkplatz von unserem Fressnapf festgefahren und der Chef von Fressnapf musste mich rausschippen. Es ging gar nichts mehr. Aber manchmal geht's halt nicht anders, ne? Und ich hätte durch die halbe Stadt laufen müssen mit so einem 2-Kilo-Sack Heu. Nee. Ganz so schlimm war nicht. Nee, hier war schon ordentlich schlimm. Sie muss da unten sein. Also hier war wirklich schon richtig ordentlich. Also jetzt nicht so mit 3 Meter hohen Schnee, aber wir hatten halt erst Eisregen. Der ist auf der Straße gefroren und da ist dann der Schnee draufgefallen. Katastrophe. Musste diese Woche für die Briten Pictionary machen. Ich Visio-Modelle Daten haben wollen. Und die malen Kreise, wie die das umsetzen können. Das hat man nochmal gelobt, dass ich deren Job mache. Merkwürdig positiv die Gespräche heute. Ah, Basti, ist das die Ruhe vor dem Sturm? Hört sich fast so an, ne? Ah.
Okay, der ist noch weiter weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hier angefangen hatte. Hatte das in Santa Barbara angefangen? Oder wo ist die Infektion, das, also dieser Pilzbefall, wo hat das angefangen? Ich weiß das gar nicht mehr. Wisst ihr das noch? Okay, hier ist sonst nichts. Also wie ich das verstanden habe, in dem Krankenhaus, wo du warst. Ah, okay, dann hat es in Seattle angefangen, im Krankenhaus. Okay, dann hat es in Seattle angefangen. Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Fuck. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wer ist für heute nicht? Gut sein lassen. Ja, hol das Ding runter und erneuer die Fall. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hast du dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Los. Wenn es zu komisch ist, hä? Ist lustig. Verdammte Scheiße. Fuck. Scheiße. Du sagtest Abby. Du suchst deine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's.
Was du so unter Aufräumen verstehst. Fuck, wir haben uns gerade so unterhalten und da passiert sowas. Schien zum Resort. Großes, rundes Haar. Entschuldigung. Großes Kaliber. Ich geh nicht zurück! Waffe! Ich geh nicht zurück! Gott verdammt! Scheiße! Okay. Woher hatte er die Waffe? Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und achtet auf Infizierte. Ja. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote! Zeitverschwendung. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Setzt du jetzt mehr Leute am Tor ein? Die Leute am Tor müssen nur ihren Job machen. Seht euch um. Ich will wissen, ob er allein ist. Gut. Komm mit. Ich dachte, da war jemand. Nein, nein. Ich seh mal nach. Hm? Ich glaube, da ist was. Schau mich mal um. Weißt du, ich würde ja sau gern 6 Wochen Urlaub buchen, aber dann würde ich bei... Warte, ein Gespräch ist da... Jemand hat ihn umgebracht! Ja, gut. Hier ist jemand! Sucht die ganze Umgebung ab! Kann ich verstehen. Fuck, ich hab einen Hund gesehen. Toll. Große Gruppe. Leider. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Ah. Also ich weiß, die Rasse kann nichts dafür, aber ich hab was gegen Rottweiler.